Hallo und herzlich willkommen an meinem Basteltisch. Heute möchte ich gerne mit euch die Feuchttüchertechnik machen, Baby Wipe Geschichte. Und zwar habe ich mir dazu diese Karte hier überlegt. Die Nuvus sind jetzt noch nicht ganz trocken, deshalb stehen die auch noch so extrem hoch, die setzen sich dann noch etwas ab. Ich mache es halt so, dass ich das in meinem nassen Zustand draufsetze und dann einfach trocknen lasse. Aber um was es mir eigentlich hauptsächlich geht bei der Karte, sind diese Drops hier im Hintergrund. Die sind nämlich mit dieser Feuchttuchtechnik gemacht und wie das geht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Als erstes braucht ihr solche Nachfüller hier. Das sind jetzt die von Faltkarten. Ich habe mir da schon ein paar Farben rausgesucht. Und zwar habe ich mir das Aubergine, das Altgold und das Pastellmint rausgesucht. Das sind noch die Farben, die ich bei der anderen Karte gemacht habe. Und ihr braucht ein Gefäß, was ihr irgendwie auch verschließen könnt, damit ihr das nochmal benutzen könnt. Denn das geht dann später auch noch. Ich habe mich hier für eine DVD-Hülle entschieden. Und natürlich braucht ihr Feuchttücher. Das ist jetzt keine Schleichwerbung hier. Nein, Quatsch. Ich habe immer die hier in Benutzung. Und dafür müsst ihr jetzt einfach nur in euer Gefäß ein Feuchttuch reinlegen. Ah, ich mache mal zwei. Und das mache ich zuerst immer erstmal gut nass, damit die Farben dann auch sich ordentlich verteilen. Dann können die Farben, also das sind ja Tuschefarben, die können dann besser fließen einfach. Das lasse ich jetzt erstmal ganz kurz so liegen. Also ihr seht, das ist schon ordentlich nass. Und in der Zwischenzeit, während das Wasser da richtig einzieht, können wir uns schon an die Karte machen, an die Grundkarte. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Zwar habe ich mir hier ein Stück Cardstock zurechtgeschnitten. Ich glaube 11 x 14,5, aber ich blende es euch nochmal ein. 11, weil das Reststück einfach 11 cm breit war. Also es hat jetzt keinen besonderen Grund. Und den Aufleger, den wir dann gestalten, den habe ich in 10,5 x 14 cm gemacht, so dass ich einen kleinen weißen Rand habe. Also der Aufleger ist ja auch weiß, aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, dass es halt etwas kleiner ist. Dann habe ich mir noch ein Stück Moosgummi zugeschnitten. Ich habe da immer so ein paar Reste und das habe ich von beiden Seiten mit doppelseitigem Klebeband einfach nur, ja, Klebeband einfach drauf gebappt. So, und das kommt dann später, wenn es fertig ist, hier auf das gestaltete Stück. Ihr seht, hier ist noch, ja, kann man alles wiederverwenden. Wir hier einfach ein bisschen höher kriegen. Dann arbeite ich mit zwei Stempelsets und einem Stanzenset. Und zwar habe ich einmal dieses hier, Freunde-Geschichte. Ja, jetzt spiegelt mein Heiligenschein da oben wieder. Also geht's. Da habe ich mir diesmal einen anderen Spruch rausgesucht, als auf der Beispielskarte. Und diese Stanzen. Das habe ich mir schon, das Wort Friend habe ich mir einfach schon ausgestanzt aus einem Stück schwarzen Cardstock. Und ich habe das Stempelset Color Drops, den ich finde eigentlich wird, ich habe es auch noch nicht so oft benutzt, aber eigentlich eignet es sich für diese Technik besonders gut. Ich nehme gerne so vollflächige für die Feuchttuchtechnik. Das sieht, also da kommt einfach mehr raus. Es geht auch mit Konturen, das sieht auch ganz nett aus, aber mir gefällt das einfach besser. Ja, und jetzt dürfte das schon etwas durchgesickert sein. Zum Stempeln brauche ich noch eine kleine Moosgummimatte. Das habt ihr bestimmt auch alle schon zu Hause. Dann geht's hier mal weiter. Jetzt hoffe ich, dass das hier schön durchgezogen ist. Das ist jetzt ordentlich klatschnass. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann macht einfach nochmal ein bisschen Wasser drauf. Wartet nochmal ganz kurz und dann passt das schon. Und jetzt geht's mit den Nachfüllern los. Ich kriege sie sogar mal auf. Juhu, ich habe da immer meine Probleme. Mal wieder die Dings verwechselt, die Kappen. Das passiert mir auch ganz gerne. Dann sieht das so aus. Es ist natürlich nicht so schön. Und die werden jetzt einfach nur hier so ein bisschen draufgegeben. Halt in etwa so groß, wie euer Motiv ist. Ich habe mir die ja schon auf den Stempelblock gezogen. Und dann weiß ich in etwa, wie groß ich das Ganze machen muss. Und das ist immer ganz nett, wenn die dann so ein bisschen, ihr seht ja, das fängt jetzt an zu laufen, dadurch, dass es, ich komme vielleicht noch ein bisschen näher, dann seht ihr es besser. Es fängt jetzt schon ein bisschen an zu laufen, die Farbe, und verbindet sich somit, gibt es dann einen schöneren Übergang. Und wenn das noch nicht genug gelaufen ist, dann setzt ihr einfach nochmal ein paar Tropfen nach, sodass die sich halt auch ein bisschen berühren. Sonst habt ihr später auf eurem Stempelabdruck einfach leere Stellen und das sieht dann vielleicht nicht ganz so gut aus. Die können schon wieder weg, die brauchen wir nicht mehr. Da ist jetzt genügend drin. Das kann man ganz kurz warten. Es ist keine Technik, die ihr so husch-push machen müsst. Dann, wie gesagt, ich habe mir diese Drops schon hier draufgezogen und stempel mir die jetzt einfach nur ab. Da es Clear Stamps sind, habe ich deswegen diese Moosgummimatte, damit der Abdruck einfach ein bisschen flächiger wird. Das ist sonst ein bisschen schwieriger. Und wahrscheinlich habt ihr wieder meinen Kopf im Bild, aber
Ja, damit müsst ihr halt einfach leben. So, und jetzt seht ihr auch schon hier, wie die Farben, also dadurch, dass ich es halt gut eingesprüht habe mit Wasser, wie die Farben da drauf sich verteilen. Naja, dass man halt einen satten Abdruck hat, also satt Farbe aufgenommen hat. Das ist jetzt das bessere Wort. So, damit ordentlich Schmackes andrücken und auch mal kurz warten, damit die Tinte richtig in das Papier einziehen kann. Und dann einfach nur abziehen. Und dann ist das so geworden. Hier ist es sehr schön geworden, da ist einfach nicht genügend Farbe drauf gekommen. Ich zeige es euch mal. Aber das passiert einfach, das kann man nicht so ganz genau beeinflussen. Ich finde es aber eigentlich gar nicht schlecht, das macht einfach so ein bisschen den Reiz auch aus. Und dann, ich gehe jetzt nicht wieder genau in die gleiche Stelle rein, sondern ich suche mir jetzt eine andere Stelle und nehme die Farbe auf. Und stempel das daneben dran ab. Das könnt ihr euch aufheben, da könnt ihr noch weitere Karten mitmachen. Deshalb habe ich hier sowas zum Verschließen. Das nächste Mal müsst ihr das vielleicht noch mal ein bisschen anfeuchten, damit die Farbe wieder fließt. Das mache ich einfach zu und kann es dann fürs nächste Projekt wiederverwenden. Das ist also kein Problem. Jetzt habe ich meine drei Drops da drauf. Das lege ich jetzt erstmal zur Seite, damit es einen Moment trocknet. In der Zeit kann ich meine Stempel sauber machen und mir schon meinen Spruch aufziehen. Mein Stück bestempelter Cardstock ist jetzt trocken. Jetzt wird einfach nur der Spruch abgestempelt. Den habe ich mir hier schon rausgesucht. Den positioniere ich jetzt. Ich hoffe, dass der Spruch jetzt einigermaßen gerade montiert ist. Das ist ein bisschen schwierig, weil sich das Papier jetzt hier auch gerade wälzt, da ich ja nochmal mit dem Föhn nachgegangen bin. Abstempeln tue ich das Ganze mit dem schwarzen Stempelkissen vom Faltkarten. Und ich nehme deswegen den Stempelpositionierer, Misti Tool, wie immer ihr das ganze Ding auch nennen wollt, damit ich es öfters machen kann. Denn hier ist die Farbe sehr dunkel geworden. Und um das haargenau dahin zu bekommen, wo ich möchte. Hier zum Beispiel ist es mir jetzt zu dunkel, der Hintergrund, und damit das besser rauskommt, kann ich somit einfach nochmal super gut nachstempeln. Das lasse ich kurz trocknen. In der Zeit kann ich hier wunderbar, hier ist noch ein Magnet, meine Sachen wieder wegräumen. Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt hier mein Stück Moosgummi zum Einsatz, was ich mir schon vorbereitet habe. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht besonders dick oder so, das ist einfach nur so ein Rest. Und das ist billiger, wenn ich sowas Vollflächiges mache, als wenn ich jetzt mit diesen Abstandspads anfange. Und dann habe ich ja, wie schon gesagt, das Wort hier vorbereitet. Das möchte ich wieder so schräg drüber haben und das kleben wir jetzt einfach auf. Das war die Karte jetzt im Groben. Ich setze mir jetzt hier noch ein paar Logos drauf. Oder ihr könnt alles andere, irgendwelche Glitzersteine. Wir könnten ja auch mal Glitzersteine nehmen. Habe ich Glitzersteine hier? Ich nehme heute, bei der glaube ich, nehme ich jetzt Glitzersteine. Wenn ich wüsste, wo die sind. Gefunden. Ich mache bei den Glitzersteinen immer noch mal so ein Pünktchen Kleber drauf, weil ich das einfach schon ganz oft erlebt habe, dass das dann beim Verschicken abgeht. Und ja, so klebt es irgendwie dann dauerhaft. Habe ich so das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber mir geht es so fertig. Deshalb mache ich Kleber drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Und so sehen die zwei Karten dann aus. Sie sind sehr ähnlich geworden. Das ist halt die Variante, mal eben schnell machen und noch ein paar Glitzis drauf und fertig. Komm mal ein bisschen näher. Dann könnt ihr die auch gleich zum Einsatz bringen, während die Nuvos natürlich erstmal noch durchtrocknen müssen. Oder ihr setzt sie euch vorher und klebt sie dann auf. Das ist aber dann jedem selber überlassen. Mir ist es zu umständlich. Das war mein Designteam-Beitrag für Faltkarten. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass diese Nachfüller nicht nur für die Stempelkissen geeignet sind. Deshalb jedes Stempelkissen, was ich mir kaufe, bekommt auch gleich den Nachfüller. Demnächst werde ich euch noch was zeigen, was ihr mit den Nachfüllern machen könnt. Ich finde die einfach eine tolle Sache. Also ich mag die gerne und brauche die immer. Deshalb gucke ich auch, wenn ich mir Stempelkissen anschaffe, dass sie immer Nachfüller haben. Ich mag das nicht so gerne ohne Nachfüller, weil ich immer gerne nochmal ja, ein bisschen damit rummatsche. Muss ja sein. Wie immer findet ihr die Produkte in der Infobeschreibung, Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen und kreativen Tag und sage Tschüss, bis bald.